heute mal wieder eine Motorradausfahrt. Die Covid-Situation hat sich soweit normalisiert. Und jetzt kann man endlich mal wieder hoffentlich einigermaßen bedenkenlos durch die Gegend fahren. Ziel ist heute Mahabaleshwar. Das ist so ein Ausflugsziel hier. 2,5 Stunden Fahrt etwa. Geht wieder in die Western Ghats rein, Stück auf dem Highway und dann in die Ghats. Ist ein beliebter Ausflugsort. Und ein Freund von mir fährt mit auf seiner GS. Ja, bis gleich. So, das Wetter überrascht uns ja sehr, sehr positiv hier. Den ersten Teil von den Ghats haben wir schon gemacht. Hier kommt der Abi mit seinem Schleifer. Ah, das macht Freude. Und natürlich unvermeidlich die Schlaglöcher hier. Oh, das hat nicht gereicht. Die Lücke. So, jetzt geht's runter vom Highway. Kamera an, ja. Jetzt geht's runter vom Highway und dann fahren wir hier schön in die Ghats rein und zu der Hill Station hoch. Oh, wenn die Straßen jetzt so bleiben, schön trocken, vielleicht nicht defekt vom Monsun, dann wird es ein Vergnügen. Yeah, please. Thank you very much, ma'am. What is the name of this hotel here? Evershine Resort. So, jetzt sind wir im Evershine Resort. Die Linse abputzen. Wir sind im Evershine Resort. Und da haben ganz wenige Restaurants offen. Entweder weil wir zu früh sind. Und in den anderen Hotels ist merkwürdigerweise so, dass die Restaurants nicht aufmachen dürfen. Ja? Aber hier in dem Hotel scheint es wohl kein Problem zu sein. Das Restaurant hat geöffnet, auch für Gäste, die von außen kommen. Naja, mal schauen. Ich war hier mal vor 2 Jahren oder so. War nicht ganz okay. Also, schauen wir mal. So, jetzt schauen wir uns hier mal das Buffet an. Mhm. Obst, Quark und natürlich alle möglichen Früchte. Etwas klarere Sicht. Brötchen gibt es hier. Oh, sogar Croissants, die wollen wir nachher gleich mal probieren. Und dann natürlich ein Müsli, Käse, indisches Frühstück. Mhm. Salate. Also wenn ich das jetzt alles esse, dann passe ich
Wenn ich jetzt das alles zum Frühstück esse, dann passe ich nachher nur mal meine Jacke rein. Banana Shira. Und was gibt's hier? Ups. Sieht aus wie ein Topf. Dann haben wir hier ein paar Waras. Reis, Gemüse. Was haben wir hier? Auch nochmal ein Eintopf. So, dann ohne. So, now we are done with our breakfast. And now we are going to ride back. Nice, cool temperature and not raining. So let's go. Eine der Hauptattraktionen in Mahabaleshwar ist dieser Tümpel hier. Und dann hier kann man hier noch auf den Gaul raufsteigen. Naja, wenn man es mag. Ich sitze lieber auf meinem Metallgaul hier. Naja, das war jetzt nicht ganz verkehrsgerecht überholt, aber vorbei. Landschaftlich ist das doch hier sehr attraktiv, ne? So, wieder bei meinem besten Kumpel hier. Good afternoon. Da habe ich Arm voll Tanke. Ich habe jetzt nicht so viele Videoaufnahmen gemacht, weil ich eigentlich richtig mit Fahren beschäftigt war. Es hat voll Spaß gemacht. Wir haben es richtig krachen lassen. Ja, ich kann es leider nur in Worte fassen. Ich glaube, in der Kamera kann man das nicht so richtig rüberbringen. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen. Ja, perfectly fine, thank you. Also dann, Freunde der seichten Unterhaltung, bis zum nächsten Mal.